Heute für euch, warum die Todesser Lord Voldemort als Halbblut akzeptierten. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir einige Aspekte beleuchten, die mit dem mächtigen dunklen Zauberer Lord Voldemort verbunden sind. Zunächst werden wir untersuchen, ob die Todesser tatsächlich davon unterrichtet waren, dass er ein Halbblut war. Als nächstes werden wir erörtern, wie die Todesser die Akzeptanz eines Halbblüters in ihren Reihen betrachten würden. Wenn es um dunkle Hexen und Zauberer geht, repräsentieren die Todesser das Schlimmste. Sie sind die Anhänger von Lord Voldemort, die ihm bedingungslos folgen und die Welt der Zauberer säubern wollen. Sie stellen eine Gruppe radikaler Reinblüter dar, stets blutdürstig und darauf bedacht, Angst und Schrecken unter ihren Feinden zu verbreiten. Aber ironischerweise war ihr Gründer und Anführer selbst ein Halbblutzauberer. Die Todesser wurden tatsächlich während der Schulzeit von Tom Riddle zwischen 1938 und 1945 gegründet. Die Gruppe von Tom in der Schule war jedoch nur ein Vorläufer dessen, was wir heute als Todesser kennen. Damals wurden sie die Ritter von Walpurgis genannt. Die Ritter von Walpurgis bestanden ausschließlich aus Slytherin-Schülern, da viele ihrer zentralen Ziele und Ansichten mit den Überzeugungen des Hauses Slytherin übereinstimmten. Die Schüler dieses Hauses waren sicherlich moralisch fragwürdig und Dumbledore beschrieb einst Riddles Bande als eine Mischung aus Schwachen, die Schutz suchten, Ehrgeizigen, die Ruhm suchten und den Schlägern, die einen Anführer suchten, der ihnen raffinierte Grausamkeit beibringen konnte. Und Voldemort war raffiniert, das lässt sich wohl nicht bestreiten. Aber was ich so seltsam finde ist, dass er Legionen von Anhängern um sich scharte, um eine Sache zu verfolgen, die sich per Definition selbst versklavte. Im Laufe der Geschichte hat Voldemort immer wieder negativ auf seine Abstammung hingewiesen und wir erfahren recht schnell, dass sein Vater tatsächlich ein Muggel war. Obwohl er gerne so tat, als hätte er nichts mit seinen Eltern zu tun, konnte er seiner Herkunft nicht entkommen. Allerdings sind die Bücher und Filme etwas widersprüchlich, was das Wissen der Todesser über Voldemorts Herkunft betrifft. Ist die Verachtung, die sie Nicht-Reinblütern entgegenbrachten, tatsächlich real, wenn sie wissentlich einem Halbblut folgten? Kannten sie Voldemorts dunkles, schmutziges Geheimnis? Als Tom Riddle zum ersten Mal nach Slytherin eingeteilt wurde, war er noch ein kleiner Junge. Ein verwirrter kleiner Junge, der in einem Waisenhaus aufwuchs. Er wusste nichts über sein Erbe, aber diese Wissenslücke wurde schnell zu seiner Besessenheit. Im 17. Kapitel des Halbblutprinzen wird enthüllt, dass er schnell besessen davon war. Mit zunehmendem Alter, während er im Waisenhaus aufwuchs, wurde er immer neugieriger. Es war nur natürlich, dass er nach Antworten suchte, wie jedes Waisenkind es tun würde, und begann in der Schule nach Hinweisen zu suchen. Es scheint, er versuchte vergeblich nach einer Spur von Tom Riddle Senior auf den Schildern im Trophäenraum zu suchen, auf den Listen der Vertrauensschülern in den alten Schulbüchern und sogar in den Büchern über die Geschichte der Zauberer. Schließlich war er gezwungen zu akzeptieren, dass sein Vater niemals einen Fuß in Hogwarts gesetzt hatte. In demselben Kapitel des Halbblutprinzen kommt es zum folgenden Austausch zwischen Gaunt und Tom. »Ich dachte, du wärst dieser Muggel«, flüsterte Morfin. »Du siehst diesem Muggel sehr ähnlich.« »Welcher Muggel?«, sagte Riddle scharf. »Der Muggel, in dem meine Schwester verknallt ist. Der Muggel, der in dem großen Haus drüben wohnt«, sagte Morfin und spuckte unerwarteterweise auf den Boden zwischen ihnen. »Du siehst genau aus wie er, Riddle. Aber er ist jetzt älter, oder? Er ist älter als du, wenn ich so drüber nachdenke.« Aus diesem Dialog können wir schließen, dass Voldemort sich seiner Herkunft irgendwann im Alter von 15 Jahren bewusst wurde. Es gibt ein paar Stellen in den Büchern und den Filmen, die irgendwie darauf hindeuten, dass die Todesser von seinem Erbe wussten, obwohl dies nie direkt erwähnt wird. Um dies weiter zu vertiefen, beginne ich mit einem Abschnitt auf Seite 231 in der Kammer des Schreckens, wo Voldemort offenbart, dass einige seiner engen Freunde in der Schule sowohl von seiner alten als auch von seiner neuen Identität wussten. Er zog Harrys Zauberstab aus seiner Tasche und begann ihn durch die Luft zu ziehen und schrieb drei schimmernde Worte: Tom Marvolo Riddle. Er schwenkte den Zauberstab einmal, um die Buchstaben seines Namens ordneten sich neu. Ich bin Lord Voldemort. Siehst du, flüsterte er. Es war ein Name, den ich schon in Hogwarts benutzte, natürlich nur gegenüber meinen engsten Freunden. Glaubst du, ich würde den Namen meines dreckigen Muggelvaters für immer benutzen? Das sagt uns, dass einige von Tom Riddles engsten Freunden beide Namen kannten, was bestätigt, dass es Leute gab, mit denen er zur Schule ging und die von seiner Herkunft wussten.
Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass genau diese Personen später zu den Todessern wurden. Aber das ist nicht bestätigt. Außerdem wird in Kapitel 23 des Halbblutprinzen enthüllt, dass die anderen Slytherins es amüsant fanden, dass Voldemorts Vater ein Muggel war, obwohl er ein Nachkomme von Salazar Slytherin selbst war. Dies deutet darauf hin, dass es nie ein Geheimnis unter ihnen gab, dass er ein Halbblut war. Dies führt uns zu der nächsten und wichtigeren Frage: Mit wem ist er zur Schule gegangen und wurden sie später zu Todessern? Eine Zeile auf Seite 463 des Halbblutprinzen gibt es einen Hinweis. Großer Gott, ist es schon soweit? Ihr solltet euch beeilen, Jungs, sonst kriegen wir alle Ärger. Lestrange, ich will euren Aufsatz bis morgen, sonst gibt es Nachsitzen. Das gleiche gilt für dich auch, Avery. In der obigen Passage werden die Namen von Avery und Lestrange erwähnt, von denen wir wissen, dass beide später zu Todessern wurden. Wenn sie zur gleichen Zeit wie Voldemort zur Schule gegangen sind und wir wissen, dass sie später zu Todessern wurden, kann man davon ausgehen, dass sie zu den als Voldemort erwähnten intimen Freunden gelten. Mit Lestrange beziehe ich mich natürlich auf Rodolphus Lestrange, den Lestrange, von dem wir wissen, dass er mit Bellatrix verheiratet ist. Im Kapitel 35, dem Orden des Phönix, erwähnt Harry gegenüber Bellatrix Voldemorts richtigen Namen, Tom Riddle, was sie zu erzürnen erscheint. Du wagst es, seinen Namen auszusprechen? Für mich ist das der Beweis, dass Bellatrix, eine der ältesten Todesserinnen, Riddles richtigen Namen kennt und von Riddles wahrem Namen und Hintergrund Bescheid weiß. Aber ich frage mich, was ist mit dem Rest der Todesser? Bellatrix stand an der Spitze von Voldemorts Reihen und war seine rechte Hand. Es ist also nur logisch, dass sie es weiß. Aber einige der Todesser, obwohl sie nichts weiter als Ameisen für Voldemort waren, unbedeutende entbehrliche Soldaten, wussten sie es? Wie sich herausstellte, wahrscheinlich. Im Feuerkelch spricht Voldemort in einem langen Monolog zu allen Todessern. In seinem Monolog spricht er darüber, dass er die Knochen seines Vaters braucht, um sich zu regenerieren, und die Notwendigkeit, nach Little Hangleton zu reisen, wo sich sein Grab befand. In den Büchern wird wiederholt angedeutet, dass Little Hangleton eine kleine Muggelsiedlung ist, die definitiv kein Ort ist, an dem eine reinblütige Familie leben würde. Außerdem steht auf dem Grabstein von Voldemorts Vater eindeutig Riddle. Wenn die Todesser also nicht bereits wüssten, dass Voldemort ein Halbblut wäre, wäre dies ein eindeutiger Hinweis gewesen, da sie leicht hätten erkennen können, dass Riddle nicht der Name einer bekannten reinblütigen Familie ist. Jetzt wissen wir also, dass die Todesser höchstwahrscheinlich alle von seinem Status des Halbbluts wissen. Das wirft die Frage auf: Warum haben sie ihn akzeptiert, obwohl er ein Halbblut war? Warum sind sie ihm gefolgt, obwohl das fast ihren Grundwerten als Todessern widerspricht? Ich denke, dass es auf zwei Dinge hinausläuft. Erstens, obwohl er ein Halbblut war, war Voldemort technisch gesehen immer noch der Erbe von Slytherin, dem Gründungsvater des Hauses Slytherin. Slytherin war derjenige, der die puristischen Ansichten gegen das Muggelblut durchsetzte, und er wurde von den Slytherins, den Schülern, die am ehesten zu Todessern wurden, verehrt. Da Voldemort sein Nachfahre war, ist es nur logisch, dass dies in gewisser Weise seinen Halbblutstatus ausgleichen würde. Als nächstes verstieß Voldemort seine Familie. Tatsächlich löschte Voldemort so ziemlich jede Spur seiner Familie aus, alles in dem Bestreben, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Es war klar, dass Voldemort ein glühender Anhänger seiner eigenen Sache war, und dies war ein weiterer Beweis dafür. Voldemorts Leidenschaft und seine Bereitschaft, jede Spur seines Muggelerbes auszumerzen, bewiesen, dass er bereit war, alles zu tun, und ich bin sicher, dass die Todesser das respektiert haben. Der letzte und wichtigste Punkt, den es zu erwähnen gilt, ist, dass Voldemort einfach zu mächtig war, um ihn in Frage zu stellen. Sicher, sie hätten sich gegen ihn stellen können, aber wenn sie das getan hätten, bezweifle ich, dass sie noch lange gelebt hätten. Seine Macht war verlockend, und das ist einer der Gründe, warum Peter Pettigrew auch die Seiten gewechselt hat. Unabhängig davon, was man von ihm hielt, war dies eine imposante Gestalt, die scheinbar irgendwann die Zaubererwelt beherrschen würde. Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließe dich ihnen an. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was glaubt ihr, warum die Todesser Voldemort als Halbblut akzeptierten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.